Jo, was geht? Allen einen schönen 8. Mai. Jahre feiern, noch viele, viele Jahre, die auf uns warten, weiterhin die Arbeit weiterzuführen, die Fremde für uns hier begonnen haben, den Gang. Also bleibt hart, bleibt antifaschistisch, lasst euch nicht unterkriegen, geht raus auf die Straße, zeigt, wer ihr seid. Der nächste von der LP heißt Bär mal so. Wer aus der MK macht ein bisschen Bild, macht das Loch hier vorne zu. Ansonsten deine Show, weiter so. Yeah.
Vielen, vielen Dank, Dankeschön, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hey, ah, Sachsen ist nicht nur der Ort, wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen, ne? Aus Sachsen kommen verdammt viel talentierte junge Menschen her. Wenn ich in der linken Ecke gucke, die Josie, die für Holding the Moment Fotos macht, die hat am Wochenende wieder vom Grützow Bilder veröffentlicht. Meine Fresse, das ist so talentiert, das ist so gut. Wir haben hier die Andreas für Ducktails, der macht Videos. Was ich sagen will, ist, dass Hardcore so, so viel mehr als nur die Leute, die hier oben auf der Bühne stehen. Zu der ganzen Hardcore-Geschichte gehören die Leute, die sich da den Arsch wund sitzen am Einlass, die sich die Finger wund geschnippelt haben in der Küche, die sich hier anpöbeln lassen an der Bar, weil das Bier nicht schnell genug kommt. Und natürlich sind das hier die Leute, die hier Freitagabend rauskommen und eine gute Zeit haben wollen. Und wir lassen nochmal das ganz, ganz geil an dieser ganzen Hardcore-Geschichte. Also vielen, vielen Dank fürs Aufstellen, vielen, vielen Dank fürs Rauskommen. Vielen Dank an alle Leute, die heute hier sind. Show. Kommt ihr da, kommt mal noch ein Stück nach vorne. Ja genau. Los. Der nächste Song ist ein neuer Song, heißt The Cave. Viel Spaß. Los an euch. Yeah. Going away. I want.
kommt ruhig noch ein Stück nach vorne. Ich hab euch gerne hier vorne. Gebt euch schon mal einen Applaus für euch selber, los! Mach ein bisschen Lärm hier für Man the Refuse, Risk it, Cold Core, Turn it on. Ich kann mich noch gut erinnern, es war vor ungefähr mehr als 10 Jahre. Da hat genau so eine Show hier den Ausschlag gegeben, warum ich heute immer noch hier bin. Nachdem ich das hier erlebt habe, habe ich mir gesagt, ich möchte den Scheiß nie wieder in meinem Leben vermissen. Nie wieder so eine Show ohne mich hier stattfinden. Ich habe einfach Bock. Ich habe einfach Bock auf eine gute Zeit, ich habe Bock auf Leute, ich habe Bock auf gute Musik. Und ich wette, heute Abend sind auch hier wieder Leute im Publikum, für die ist das vielleicht die allererste Hardcore-Show, die sagen sich genau dasselbe. Und das ist das Schöne. Aber ohne den Grady, der die Beine auf die Show auf die Beine gestellt hat, wäre das nicht möglich gewesen. Ich bin zu den Shows in Rostock gerannt, dann nicht, weil es der Geier wohl drin war. Das Ding wächst immer weiter und weiter und weiter. Wir haben den letzten Wochen umliegende Dörfer gespielt, aber keine Ami-Band irgendwie noch auf der Setlist. Ist scheißegal, die Leute sind trotzdem zu Hunderten rausgekommen, hatten eine gute Zeit und sind einfach happy nach Hause gegangen. Und das ist dann einfach das Wichtige an Hardcore-Show. Einfach mit positiven, mit gutem Gefühl nach Hause gehen. Und ich hoffe, dass heute Abend dann auch noch mit Code und Risk und Turns von allen Leuten hier noch eine verdammt gute Zeit haben. Wir werden es auf jeden Fall haben. Wir haben noch zwei Songs. Vielen, vielen Dank fürs Rauskommen. You
vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich mache den Kumpel.